Das Stadtmuseum besitzt die älteste Güstrower Vereinsfahne. Es handelt sich um die Fahne des Güstrower Radfahrerverein von 1888, die im Jahr 1896 angefertigt wurde. Ende 2018 hat der Kunst- und Altertumsverein Güstrow die Fahne ersteigert und 2019 dem Museum als Schenkung übereignet. Mit der Schenkung verbunden war die Verpflichtung, sich um den Erhalt der Fahne zu kümmern. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen und so war eine Restaurierung dringend erforderlich. Die Berliner Textilrestauratorin Susanne Buch hat sich der Fahne angenommen und hat sie aufwendig wiederhergestellt. Es war viel filigrane Arbeit erforderlich, um die 125 Jahre alte Fahne wieder in gutem Zustand zeigen zu können. Also auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz feines Seidengewebe, was sehr, sehr viel Risse hatte und ich konnte nicht in das Gewebe einnähen, so wie ich es üblich mache, dass ich Spannstiche übers Gewebe setze. Ich musste also ganz feines Gewebe einschieben, ein Tüll draufsetzen und entlang der Konturen nähen. Das heißt, ich musste immer pingelig darauf achten, dass ich nicht in das Gewebe einsteche, weil sonst sprengt mir an der Stelle genau das Gewebe wieder weg, also weil das so ultra fein ist. Und die Fäden sind halt auch sehr, sehr, sehr fein. Also ich hatte schon mal erwähnt, dass das so ungefähr meine Haarstärke ist, Nähfäden. Der Vorsitzende des Kunst- und Altertumsvereins Güstrow, Arnold Fuchs, merkte bei der Präsentation an, dass die Fahne ein herausragendes Exponat der Güstrower Sport- und Kulturgeschichte sei. Die Restaurierung der Vereinsfahne kostete knapp 4.000 Euro. Die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft als Partner des Museums beteiligte sich daran, der Kunst- und Altertumsverein gab einen Teil dazu und die Ballerstadt Güstrow stellte 1.000 Euro aus dem Haushalt bereit. Aber was macht die Fahne so besonders? Es ist eine riesige Materialkombination. Also wir haben hier wirklich alles vermacht, was die Textiltechnik und Stickerei uns zeigt. Also es gibt Reliefstickerei, es gibt diese Metallstickerei und das sind halt so sehr, sehr viele verschiedene Techniken und das macht es halt schwieriger. Also oft habe ich viel größere Flächen an Textil, wo einfach nichts ist außer Textil. Und hier musste ich auf alles achten, alle Konturen beachten und auf kleinen Raum. Die Fahne wird nicht ständig im Museum ausgestellt. Dafür ist sie zu fragil. Sie wird zeitweise in der Reihe Schätze aus dem Depot zu sehen sein.